Ich muss einen Zahn verlieren. Na kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Das kann ja noch ewig dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich habe was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Ein sehr guter Tag.
ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Ober cool. Ich glaub's nicht. Ja, wie das war. Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dingster für die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry. Ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht. Bitte, bitte. Du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dingster ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dingster zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dingster. Eine Ruhe haben? Spaghetti, Kondensmilch, Bohnen. Oh, Henry, ich will zum Supermarkt. Willst du irgendwas? Das geht nicht. Jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich mitkommen will und ich kann erst mit, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Du willst dein Zimmer aufräumen? Dann warte ich gerne auf dich. Frühstücksblock mehr. Wir müssen wieder welche kaufen. Henry, warte! Ich muss die Frühstücksflocken holen. Na schön, aber nur eine Schachtel. Aus der Bahn! So was Blödes. Welche nehme ich nur? Welche? Die da! Ja! Ich habe es! Wem gehört dieser schreckliche Junge? Henry! Hausverbot im Supermarkt. Und obendrein mussten wir alle Frühstücksflocken kaufen. Kein Fernsehen für einen Monat. Und dein Taschengeld werde ich dir auch kürzen, drastisch. Jetzt geh auf dein Zimmer und da bleibst du. So eine Schande ist es. Ja, und was machen wir mit denen? Henry darf sie nicht behalten. Nein, auf keinen Fall. Aber ich weiß schon ganz genau, wem wir sie geben könnten. Ich hoffe, ihr habt euch angestrengt. Was habt ihr mir zu bieten gegen das hier? Was? Alle mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung. Und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert.
Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich! Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an! Ah! Der hat geredet! Der Typ da hat geredet! Ach ja? Interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich kriege ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Schön weitergehen. Geradeaus zum normannischen Dorf. Frühe Kulturen und Mittelalter. Langweilig. Frühe Neuzeit. Wen interessiert das? Sonderausstellungen. Aha, Dinosaurier. Hallo? Jemand zu Hause? Oh je. Au. Oh! Au! Wahnsinn! Hey! Willst du deine Kralle wieder haben? Er trägt ein blau-gelb gestreiftes T-Shirt. Jedes Mal, wenn ich deinen Eltern eine Nachricht schicke, verschwindet sie auf mysteriöse Weise, Henry. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Oh, hallo, Frau Streitaxt. Oh, was hat er jetzt wieder gemacht? Die ganze Klasse in Aufruhr versetzt. Und was hast du dazu zu sagen? Ich weiß nicht. Geh sofort ins Haus, Henry. Du!
Du kommst aber spät. Geh mir aus dem Weg, Zwerg. Henry, wo willst du denn hin? Für den Rest meines Lebens in mein Zimmer. Nein, du gehst nicht in dein Zimmer. Hä? Wieso nicht? Weil wir heute zum Abendessen ausgehen. In ein vornehmes Restaurant für Erwachsene. In ein vornehmes Restaurant? Auf keinen Fall! Nicht mit mir! Ich war frech! Ich muss in meinem Zimmer bleiben! Heute Abend nicht. Du nimmst ein Bad und ziehst dich um. Ein Bad? Jetzt? Könnte jemand auf ihn aufpassen? Nein, die Familie geht zusammen aus. Henry! Er hat wieder die Autoschlüssel genommen. Henry, mach sofort die Tür auf. Henry, nein, nicht in die Toilette. Das traut er sich nicht, oder? Das hast du nicht gesehen, Peter. Gut, gehen wir. Ich kann's kaum erwarten. Da kann ich mal was Neues probieren. Ich esse alles gern. Naja, alles außer rote Beete. Ich mag auch alles. Naja, alles außer Tintenfisch. Oh, und Papa mag keine Tomaten. Und ich mag überhaupt nichts außer Whopper-Whoopie-Burger. Und ich gehe nicht mit. Dabei bleibt's. Na schön, Henry. Ich schlag dir was vor. Du kommst mit, benimmst dich und isst alles, was auf deinem Teller ist. Und dann bekommst du 2 Euro. 2 Euro? Und dafür muss ich mir nur ein paar Gabeln ekelhaftes Essen reinschaufeln? Normalerweise muss ich das umsonst machen. Wie wär's mit 3 Euro? Treib's nicht zu weit, Henry. Na gut, abgemacht. Und was bekomme ich fürs Bravsein? Wer brav ist, belohnt sich selbst, mein kleiner Liebling. Hm? Es ist sehr nett von Tante Ruth, uns zum Abendessen ins Restaurant très chic einzuladen. Ist bestimmt nicht so gut wie Whopper Whoopie. Da gibt's was Ordentliches. Und euer Cousin Achim wird auch kommen, Jungs. Oh nein! Nicht der affige Achim! Achim ist mein Lieblingscousin. Wo soll ich parken? Wir parken für Sie, es sei denn, Sie wären der Chauffeur. Meine Lieben! Tante Ruth, wie schön, dass wir... Ein neuer Wagen, Ruth? Ich bin nicht sicher, Schätzchen. Unsere Limousinen sehen für mich alle gleich aus. Was für ein Modell ist denn euer Wagen, Henry? Rostlaube 2000? Besten Dank. Oh, seht euch das an. Ja, ist das nicht fabelhaft? Ein wahres Kunstwerk und ganz aus Eis. Ich hätte nicht gedacht, dass du mitkommst, Henry. Ich bekomme 2 Euro, wenn ich alles auf meinem Teller aufesse. Und ich bekomme gar nichts, denn wer brav ist, hat sich selbst belohnt. Hä? Klappe, du Zwerg! Ich dachte, der Laden heißt très chic. Unter chic stelle ich mir aber was anderes vor. Schrei hier doch nicht so. Ich kann schreien, wo und wann ich will, Brunhilde. Das wäre ja noch schöner. Mutti. Wow, ich wusste gar nicht, dass Lehrerinnen Mütter haben. Glaub mir, das wird dir noch leid tun. Wir hätten auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry menschenfressenden Hühnern zum Opfer fällt? Ich esse nie wieder ein Omelett. Henry? Rein! Nein, ich wohne in der Stadt. Ich fahre nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Ui, schaut mal, eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab.
5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper-Sepper-Marathon verpassen? Schon schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, sing. Sonne le matine, sonne le matine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa, ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne le matine. Peter, nicht. Natürlich stechen Sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Sepper sehen. Juhu! Schneller, das macht Spaß! So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui! Ab zum Teich! Oh, Brennnessel! Na los, du Schlafmütze! Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel! Ist der. Ich sehe ihn. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los, kommt. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Sepper. Wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Ding, ding, das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Sollst du doch oben in deinem Zimmer machen. Hast du nicht gehört, du Zwerg? Ich will mir Mutanten-Max ansehen. Nein, kannst du nicht. Heute Abend darfst du nicht fernsehen. Nicht fernsehen? Was habe ich denn diesmal angestellt? Gar nichts. Mamas neuer Chef kommt zum Abendessen. Cool. Es gibt immer eine Nachspeise, wenn Gäste zum Essen kommen. Hoffentlich ist das Mousse-au-Chocolat. Da muss ich gleich mal nachsehen. Ja,
Mousse au Chocolat, mein Lieblingsessen. Henry, nimm die Finger da weg. Oh nein. Henry? Muss ich den ganzen Boden putzen? Ja, und die Wände auch. Ich will, dass für die Stumms alles blitzsauber ist. Und Henry, das ist ein Abendessen für die Erwachsenen. Du gehst ins Bett, wenn sie kommen. Ins Bett? Aber ich darf aufbleiben und Cello spielen. Das ist gemein! Papa, bitte, darf ich zum Essen aufbleiben? So wie letztes Mal? Auf keinen Fall! Das ist schon ewig her, da war ich ja noch klein. Ah, das Essen ist serviert. Nein. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr esst Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Herr Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich gehe heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich gehe nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich sofort. Will... Sofort. Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt. Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oh je. Peter kann doch gar nicht so gut spielen.